Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiel.de. Heute mit dem Yogi und dem Frank. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Lieblingsspiel. Denn ihr seht schon, ein Gast, der noch nicht da war, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt auf dem Channel hier bei uns. Und ja, der Frank hat sich hier eingefunden, den weiten Weg nach Düsseldorf auf sich genommen, ja, um ganz heute. Weit. Ja, ganz weit. Ja, Moment, das ist, wohnt nicht um die Ecke. Ja, gefühlt schon. Also in NRW ist ja gefühlt alles um die Ecke, ne? Wohl wahr. Ja, das war. Auf jeden Fall ist er hier angekommen und will uns heute sein Lieblingsspiel vorstellen. Mega, freue ich mich super drauf. Aber ja, jetzt habe ich gesagt, wie du heißt. Ich sag mal, die Kategorie, wer bist du, was machst du hier? Klar, Brettspiele. Warum ja. Brettspiele? Was hast du mit Brettspielen gut? Ja, also ursprünglich komme ich ja, wie viele von uns, auch aus der Rollenspielecke. Ah, geh mal aufs Herz auf. Ne, und irgendwann merkt man, das ist halt zeitlich viel anspruchsvoller. Ich mache das halt immer noch. Aber das Brettspiel hat man dann irgendwie nebenbei ein bisschen gemacht und das wurde dann immer mehr im Laufe der Zeit. Ja, das kenne ich. Ne? Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen, obwohl ich sagen muss, bei mir war das anders. Ich habe ganz viel Magic gespielt und festgestellt, okay, dass Brettspiele auch eine Option sind. Okay. Und irgendwann so, jetzt ist Magic also das Nebenprodukt. Mhm. Aber ich spiele auch, was hast du gespielt im Rollenspiel? Ja, bin ich da gerade bei dir sehe, Shadowrun ganz viel früher, DSA, Vampire, also die ganzen Klassiker. Also die ganzen Klassiker auch. Ja, ja. Ich muss gestehen, Vampire habe ich noch nie gespielt, da hätte ich mal richtig Bock drauf. So, irgendwie, ich finde, gibt ja auch coole Brettspiele zum Thema Vampire, ja, tatsächlich. Ich habe ja gespielt Vampire Heritage, dieses Legacy-Game. Richtig gut. Das macht auch Spaß, wenn man die Lore nicht kennt. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch geiler, wenn man diese Familien alle kennt. Ich glaube, ja. Ja, das war schon krass irgendwie. Also mir hat das mega Bock gemacht, aber da habe ich auch gedacht, warum kennst du dieses Spiel eigentlich nicht? Aber Shadowrun bin ich völlig bei dir. Ich will gar nicht so abschweifen, aber Shadowrun, aber Shadowrun ist ja auch so ein Rollenspiel. Aha. Das ist halt auch nicht so anfängerfreundlich, oder? Ja, geht. Der Anfängerfreundlich ist halt, du kannst halt ohne Probleme den Charakter erstellen, wo du keinen Bock drauf hast. Ne? Also es ist jetzt nicht, wo du groß gebunden bist an irgendeine Vorgabe. Ja, das stimmt. So. Deswegen aus der Richtung schon ganz gut und du hast halt keine straighte Kampagne, die du verfolgen musst. Du kannst halt schon einen One-Shot machen. Ja, das stimmt. Also bei Shadowrun ist immer so bei mir irgendwie gefühlt, ja, du hast irgendwie, also erstmal, du bist ja völlig überfrachtet von: Was kann ich für BioWare mich einbauen? Ja. Was denn so? Da gibt es ja so viel Kram. Was für Drohnen brauche ich? Brauche ich überhaupt Drohnen? Was für Technik brauche ich? Was kann ich alles tun? Und da so diesen, das ist ja ein richtiger Dschungel, ne? Ja, ja. So, und was ich aber geil finde bei Shadowrun ist, du kriegst irgendwie so eine Mission. Entschuldigung, wir müssen ausschweifen, das kann ich anders. Und du kriegst so eine Mission, planst 5 Sitzungen lang, wie du dieses blöde Artefakt von dem reichen, super, super böse Wichter aus der Wohnung holst. Und am Ende, du machst den ersten Würfelwurf, alles geht schief, dann wird trotzdem geballert. Ja, ist das in der Sache? So geil. Aber irgendwie ist es immer dasselbe. Aber ich finde es auch geil. Ich finde das Setting auch so geil. So, dieses Shadowrun-Setting. Also Cyberpunk ist geil. Einfach auch geil. Ja, finde ich großartig. Also, mich geben wir das Herz auf, finde ich großartig. Aber Brettspielen gibt mir natürlich auch das Herz auf. Ja, klar. Und ja, irgendwie, ich glaube, man hat dann einfach die Affinität zum Spiel, oder? Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch der. Deswegen ist mein Lieblingsspiel auch, glaube ich, das, was ich mitgebracht habe, weil es halt sehr rollenspiellastig ist. Oh, geil, da kommt schon der Teaser. Mir hätte ich gar nicht besser überleiten können. Ja, ne? Okay, dann Butter bei die Fische. Shadowrun ist gut. Wenn ihr mehr über Shadowrun wissen wollt, könnt ihr euch das gerne in die Kommentare schreiben. Da reden wir hier auch gerne mal länger über Shadowrun oder andere Rollenspiele. Können wir wirklich gerne mal machen. Das ist bestimmt witzig. Aber heute soll es ja um dein Lieblingsspiel gehen. Und jetzt hast du gesagt, wir sind schon so leicht rollenspiellastig. Ja, dann, also mich überrascht du eigentlich nicht so richtig. Ich gebe es zu, aber überrasch uns war mal. Vorhersehbar. Also das Lieblingsspiel, was ich mitgebracht habe, ist Arkham Horror, das Kartenspiel. Hm. Großartig. Ja. Okay. Ja, dann Butter bei der Fische. Butter, das wollen wir sehen. So, wir haben wieder so ein Ding von nicht brauchen, aber haben. Wow. Wenn man irgendwie ganz viel von dem Kram hat, muss man es irgendwo unterbringen. Sieht man es hier irgendwie gezeigt. Und dann gibt es irgendwann so tolle Kisten, die man sich da für relativ kleines Geld, in Anführungsstrichen, kaufen kann, wo alles reinpasst, halbwegs. Ja, voll geil. Also, das Schlimme ist, reicht nicht. Ja, das ist, okay, was soll ich sagen? Ja, aber ich meine, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es das Living Card Game von Arkham Horror? Das gibt es ja auch schon ein paar Tage, ne? Also ich meine, da ist ja auch schon einiges rausgekommen. Wie viele Kampagnen gibt es jetzt? Ich meine die 9.
9. Überleg mal. Und das kommt ja auch mit unendlich vielen Karten am Ende des Tages. Aber die Box finde ich super geil. Die habe ich übrigens für Elden Shower, habe ich ja auch schon mal in so ein Video reingehalten. Finde ich großartig. Ja, komm, wir werfen mal einen Blick rein, oder? Ich glaube, wir haben die Sidecam so richtig. Ja, man kann was sehen. Ne? Komm, wir machen es jetzt mal so. Wir schwenken darauf. Jetzt kann man, glaube ich, perfekt da mal reingucken. Neben den ganzen Papierkram hier gibt es natürlich das ganz andere. Da hier drin sind jetzt nur die ganzen Sachen für die einzelnen Kampagnen. Wow. Verratskarten und ähnliches. Wie viele Kampagnen sind das? Das sind jetzt 6, glaube ich. Das sind 6 von 9. Ja, überlegen. Genau. Und der Rest ist halt in der zweiten Box, wo die ganzen Charaktere Sachen drin sind. Krass. Ja, also ist schon eine Menge Stuff. Auf jeden Fall. Eine ist Menge. Mit sich auch das teuerste, was wir zu Hause haben von den Spielen, wenn man alles zusammenrechnet. Wahrscheinlich schon. Ja, ja, weißt du, warum? Sag nur mal, bevor wir jetzt genauer auf das Arkham Horror-Spiel eingehen, ich mach's nochmal zu, damit man hier die Karte. Wahrscheinlich kommen wir jetzt schon. Ja, damit wir uns hier sicher. Also, was denn, worum geht's überhaupt beim Arkham Horror-Spiel? Ich meine, vielleicht machen wir mal das Thema auf. Also, Arkham Horror bezieht sich halt wie viele Sachen auf das Lovecraft-Universum, also klassisch Cthulhu. Und man spielt in den 1910er, 1920ern, wie die anderen Sachen auch. Und versucht mit verschiedenen Ermittlern, die man mittels eines Kartendecks zusammenstellt, halt eine Kampagne zu bestehen, um die meistens die Welt zu retten oder den großen Alten zu hindern, dass er irgendwie auf der Welt irgendwie Unsinn betreibt. Also sehr typisches, sehr typisches Thema quasi, ja. Okay, ja. In Ordnung. Ja, gut. Kann ich mir natürlich absolut was drunter vorstellen. So gibt's ja auch eine Menge andere Spiele, die das so können, irgendwie, ne? Krass. Und ja, du sagst, das ist das teuerste Spiel. Warum das teuerste Spiel? Ist halt ein Kampagnenspiel. Die ganzen Kampagnen bestehen halt aus 8 Einzelszenarien, die man früher käuflich erwerben konnte, einzeln, zusammen mit dem Wächterkit, mit den Abenteuerkits für die Helden? Ermittler. Und dann ist man halt für ein Szenario bei 15, 16, 17 Euro gewesen. Mhm. Was auch vollkommen legitim ist, meines Erachtens. Aber es läppert sich dann halt im Laufe der Zeit. Ne? Also wenn du sagst, 8 Stück pro Kampagne. Ja, überleg mal, dann bist du ja auch schon bei so 80 oder ein bisschen mehr. Ne? Ja, als 100 Euro. Ne? Mehr als 100 Euro genau. Pro Kampagne. Ne? Und die haben es jetzt halt umgestellt, dass man jetzt alle zusammenkauft in Szenario-Decks. Also die haben dann wirklich die reinen Abenteuer-Kits zusammengestellt und haben die Sachen für die Charaktere rausgenommen, die man also separat kaufen kann. Das ist dann ein bisschen günstiger jetzt, wenn man das machen möchte. Und man hat nicht mehr das Problem, dass man irgendwann bei Szenario 7 stehen bleibt, will das 8. kaufen, das gibt es gerade nicht. Ja, dann darf man einfach nicht schneller spielen, als die Erscheinungsdaten sind. Ja, wer macht denn sowas? Nein, das ist aber manchmal auch nicht verfügbar gewesen. Selbst wenn schon Stimmt. Ja, das stimmt. Also ich muss ja gestehen, also ich habe das ja auch im Regal stehen. Allerdings nicht in der coolen Box hier, sondern ich habe das tatsächlich noch in vielen kleinen Boxen, was auch zu sehr viel Sortiererei hier schon geführt hat und Sucherei. Ja, genau. Das war nämlich das Problem. Ne? Es gab ja dieses Grundspiel, ne, was man ja eigentlich auch immer leider zweimal haben wollte, oder? Also ich habe das zweimal. Ja, warum? Ja, damit man es mit 4 Leuten spielen konnte. Ah, okay. Ja, wir haben dann direkt weitere Szenarien gekauft. Da sind ja immer neue Karten dabei, auch für die Ermittler. Ja, ich glaube, das haben die aber auch umgestellt. Ich glaube, die Grundbox ist inzwischen für 4 Spieler ausgelegt. Wobei es für mich aber eigentlich auch ein 2-Personen-Spiel ist. Wenn ich ehrlich bin. Also man kann es natürlich auch mit 3 oder 4 spielen, aber es ist kein Mehrgewinn meines Erachtens. Okay, das war mir aber, als ich es gekauft habe, nicht so klar, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, ich habe auf jeden Fall 2 Grundspiele und genau, ich weiß auch immer noch, dass genau dann kam immer so eine Kampagne raus, so eine Grundkampagne, da waren irgendwie so 2 Szenarien drin mit den Regeln davon und dann kamen immer diese Packs dazu. Mhm. Ne? Genau, und das hat das Ganze dann irgendwie so teuer gemacht. Ich meine, das ist ja ein sogenanntes Living Card Game, ne? So ein LCG quasi, eben nicht zu verwechseln mit diesen Trading Card Games. Ja, also wie Magic und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und wie die alle heißen. Sondern da weiß man immer, was man kriegt. Ne? Wenn man einen Deck kauft, da ist keine Überraschung drin. So, da sind immer die gleichen Karten drin. Ne? Ja. Und aber vielleicht müssen wir mal so ein bisschen rauskristallisieren, wo ist denn der Unterschied zu einem Living Card Game und zu einem Trading Card Game? Also, weil du sagst, es ist ja auch ein Kartenspiel hier. Ne? Ja. So, also wir nehmen so ein Szenario, das heißt, das Szenario ist vorgefertigt. Wie gehe ich mit meinem Deck um? Also mit
Ich gucke mal, ob ich schnell eins finde. Hier ist eins, was gerade in Gebrauch ist. Das mal so. Ja, perfekt. Ja. Aber du kannst ja mal hier so. Also kannst du jetzt hier so lässig drauflehnen. Ja. Also man hat im Prinzip sein Ermittlerdeck. Es gibt fünf verschiedene Ermittlertypen. Wir können das nochmal hier so ein bisschen die mit so einem Ermittler gucken. Mal, halt uns mal ein bisschen die Kamera, genau. So sieht einer aus. Ne? Mhm. Die haben halt alle besondere Stärken und Schwächen. Es gibt welche, die, also man ist unterteilt in Schurken. Dann haben wir Wächter, das sind so die Haut-drauf-Leute. Mhm. Meistens Sucher, das sind so Wissenschaftler, Bibliothekare und ähnliches. So Wissenschaftler, okay. Genau. Was haben wir noch? Überlebende, das heißt welche, die irgendwie da reingestolpert sind, nicht wissen warum und gucken, dass sie klarkommen. Am Ende sind wir ja alle hoffentlich überlebende. Richtig. und dann gibt's Mystiker, also die so ein bisschen Magie vielleicht haben, aber da können da viele heftige Sachen, aber dann aber auch einen fetten Nachteil meistens kassieren dadurch. Ah, okay. Ja gut, Magie kostet irgendwie ja. Energie, wie auch immer, irgendwas. Genau. Und okay. Dann hat man sieht wieder Charakter seine Charakterstatistika, die abhängen, man hat halt die Klassiker, Intelligenz, Bewegung, Kampf, ähnliches als Charakterwerte liegen. Und das wird dann unterstützt durch die Karten, die man sich selbstständig zusammenstellt. Ah, okay. Also es ist kein vorgefertigtes Deck oder sowas. Man baut das selbst. Genau. Es gibt natürlich Hilfsmethoden für die Anfangsspiele, dass man sagt, das und das passt gut zusammen für den Charakter am Anfang. Aber wenn man es dann irgendwann besser drauf hat, ist es kein Problem, sich selbst zusammenzustellen, wie man es möchte. Ja, will man ja wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ne? Dann kann man auch einen Allrounder machen. Also sonst sind die ja schon sehr, sehr genau in eine Richtung getrimmt. Aber ich spreche nichts dagegen, dass man Schurken spielt, der trotzdem gut kämpfen kann, oder? Ja? Gibt es denn, theoretisch weiß ich es natürlich auch so ein bisschen, aber es gibt ja Restriktionen, oder? Ja. Ich kann ja nicht einfach irgendwie alles in Also die Restriktionen sind natürlich zum einen die Anzahl der Karten, die ein Charakter haben darf. Und zum zweiten sind die in Stufen unterteilt. Das heißt, es gibt eine Grundstufe einer jeden Karte. Die ist logischerweise Nullwert, ist sehr schlecht zu sehen. Sieht man hier oben, müssten dann kleine Punkte sein, wenn man die weiteren hat. Und die kann man sich dann durch Charakterpunkte erkaufen, wie im klassischen Rollenspielen. Das heißt, man kann. Erfahrungspunkte, so eine genau, Art. Man kann pimpen im Endeffekt. Cool. Ja, das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen. Ich nochmal so ein Szenario. Wir haben ja gerade schon festgestellt, so eine Kampagne sind 9 Szenarien oder sowas. Ich baue mir jetzt mal ein Startdeck zusammen. Was passiert zwischen den Szenarien? Ne? Kann ich da einfach umtauschen? Gefällt mir alles hier nicht? Ich bin zu schlecht? Rein theoretisch, was mache ich dann, ne? Also rein theoretisch kann man komplett wechseln zwischen dem Szenario. Man muss halt nur die Maximalpunktzahl, die man erreicht hat, beachten. Ah, okay. Also das ist wie klassisch beim Rollenspiel. Du musst halt die Punkte verteilen. Nur, dass du es da jedes Mal neu machen kannst, wenn du es wirklich drauf anlegst. Ja, okay, cool. Also es gibt auch wirklich Charakterentwicklung ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber man kann sich schon hochbasteln quasi. Man kann sich hochbasteln, aber was ich halt spannender finde, man kann irgendwie sich schon einen Charakter irgendwie bauen, dass er eine Ausrichtung hat. Aber das steuere ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen mit dem Grunddeck, oder? Ja, klar. Okay. Ja, ich habe auch festgestellt, irgendwie, das fand ich immer spannend, dass nicht jeder Charakter wirklich in jedem Szenario alles so gut machen kann. Ne? Es gibt ja manchmal, da steht man ja völlig daneben und sagt, ich kann überhaupt nichts tun. Man weiß überhaupt nicht, was man da machen will. Ja, das ist richtig. Das ist aber auch dieses typische Xulu-Ding. Es ist halt, setzt auch eine gewisse Frustrationstoleranz voraus. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja, man spielt ja, das muss man vielleicht sagen, das haben wir vielleicht gar nicht so erwähnt, das ist ein kooperatives Spiel. Ja, man spielt zusammen. Ne? Also es ist nicht so, dass einer schneller sein muss als ein anderer. Und ja, ich finde aber ganz ehrlich, ein kooperatives Spiel muss ja auch eine gewisse Schwierigkeitsgrad haben. Ne? Wenn man immer alles sofort schaffen würde. Ne? So. Den kann man natürlich auch noch einstellen, weil man hat, wenn man Karten ausspielt, so einen lustigen Beutel, wo man halt Münzen rausziehen, um die Probe zu verändern. Okay, sag mal was zum Thema Proben. Das finde ich ein cooles super, System. Ne? Ja, also das System ist halt folgendermaßen. Man hat... Machen wir den ganzen Chips hier. Oder guck mal, Beutel, welche drin sind. Wir nehmen die einfach. Das ist schon was, du hast quasi schon was vorbereitet. Ja, wir sind gerade in der Kampagne deswegen. Das ist wichtig, wenn man mal in die Idee kommt, sich das zu kaufen, viel spielt, die nutzen sich sehr schnell ab. Da sind eigentlich so Papierchips hier drin. In die typischen Papptopf. Genau, und die sehen dann irgendwann sehr urselig aus. Mhm. Und mit diesen Plastikmarkern drumherum ist das ganz voll geil. Genau. Habe ich auch schon dreimal drüber nachgedacht. Finde ich großartig. Ja.
Und wenn man dann irgendwas machen will, zum Beispiel irgendeine Probe ausspielen, um zu jemandem zu kämpfen, kann man zum einen Karten zum Unterstützen nehmen, wo dann die Werte hier entweder hier draufstehen, was man machen kann, oder als Support. Und man als Support heißt diese Randsymbole. Genau. Ne? Genau, also ich zeig die nochmal rein. Hier am Rand sind halt immer so Symbole, können wir mal in der Kamera zeigen. Da sieht man, ne, zum Beispiel, da kamen zwei Fäuste, das wären im Kampf dann zwei Punkte mehr zum Kampf. Ah, okay. Das Blöde an dieser ganzen Sache ist, man muss für jede Probe, egal ob man was untersucht, kämpft oder sonst was, einen Chip aus diesem Beutel ziehen. Und da ist wenig Gutes drin, aber viel Schlechtes. Also man hat zum Beispiel hier einen -3 Wert da drauf. Und wenn man irgendwie schon einen 5er Wert erreichen muss, man hat selbst nur 6. Also dann ist man schon sehr gut unterwegs. Wird schon sehr knapp, ja. Es gibt halt auch immer einen dabei, wo es auf jeden Fall misslingt. Diese klassische Rollenspielsachen. Typ Patzer, ja. Genau. Und so steuert man es halt. Meistens ist es so, im Laufe der Kampagnen wird es halt auch schlechter hier drin, weil man halt durch Entscheidungen oder falsche Entscheidungen oder Sachen, die man halt nicht schafft, irgendwie neue Chips reinkriegt, neue die dann Chip noch schlechter sind. Aber damit muss man halt leben. Oder auch irgendwann nicht mehr, genau, vielleicht, je nachdem, wie es läuft. Ne? Ja. Ja, genau, also das, so kenne ich es auch. Ne? Krass, ja, genau. Also der Beutel verändert sich schon. Aber der Beutel ist ja auch der Moment, wo man auch das Spielen so ein bisschen variieren kann. Weil wenn man es leichter spielen will, kann man halt ein bisschen, ja, man kann ja nicht keine guten Chips reintun, sondern eher nur weniger schlimme. Einfach nur weniger schlimm. Ja. Also richtig gute. Es gibt einen automatischen Erfolg, glaube ich. Ne? Ja. Also es gibt einen automatischen Erfolg, den will man natürlich haben, weil der, ich glaube, die, das gibt es noch, aber ich glaube, danach wird es schon fast dünn. Ja, oder? Es gibt dann irgendwann in verschiedenen Szenarios gibt es dann halt wieder Sonderregeln und es gibt dann irgendwann Charaktere, die Segen sprechen können, wo das noch ein bisschen helfen kann. Aber prinzipiell ist es halt dafür ausgelegt, auch mal nicht alles zu schaffen. Das finde ich, okay, find ich persönlich auch das Schöne am Spiel, das widerspricht zu allem, was so Powergamer gerne machen. Ne? Ich mache mir irgendwas fertig, womit ich alles schaffe. Das funktioniert geht hier nicht. Was alles außer wie ein technischer Defekt war natürlich geplant. Und ich würde sagen, wir starten nochmal mit dem, warum ist das denn dein Lieblingsspiel? Okay. Ja. Antwort ist, weil es das immersivste Spiel ist, was ich je gespielt habe, was Brettspiele betrifft. Okay, das musst du erläutern. Und mit dem immersiv meine ich, es gibt kein Spiel, was ich in, ja, Brettspiel ist ja nicht richtig, aber was ich in dem Setting kenne, was einen so auf Gefühlsachterbahn bringen kann, wie dieses Spiel. Also okay, man schwankt von am Boden zerstört und frustriert, weil nichts klappt. Mhm. Also meine Lieblingsgefühle so. Ja, mhm, bis zu geil, ich habe jetzt alles geschafft, obwohl ich es eigentlich nicht hätte schaffen dürfen und extreme Glücksmomente, die auch hervorgezaubert werden. Ja, geil. Ne, und das habe ich sonst halt nur, wenn ich sowas mache bei Rollenspielen. Also es gibt wenige Brettspiele. Diese epischen Momente meinst du, genau, wo man sagt so, also ich kenne das ja auch so, der High-Five-Moment, oh, wir haben es geschafft, du musst ja noch einen Chip ziehen, ja, und der darf nur nicht die -4 kommen. Warte, wie hoch, ich sehe das so, ich soll da sitzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die -4 kommen? Warte, Moment, wie viele Chips sind drin? 5? Brauche ich Support oder lohnt sich das überhaupt? Kann ich es überhaupt schaffen? Oder kann ich es nur schaffen, wenn ich den automatischen Erfolg ziehe oder so? Also ja, boah, ja, das ist großartig. Ja. Und ich mag es ja auch, wenn man wirklich mal so Frustrationsmomente aushalten muss. Ne? Also, ja, aber das ist ja, das finde ich halt auch. Ne? Ich weiß gar nicht, jetzt dadurch ist ja kooperativ so. Ne? Und ich finde, ein kooperatives Spiel darf halt einfach nicht zu leicht sein. Nein. So, wenn du immer gewinnst und es immer schaffst, ne, ja, dann ist es irgendwie auch nicht geil. So, ne? Und ja, wie gesagt, man kann es ja skalieren durch den Inhalt des Beutels so. Ja, und dann, also man kann natürlich die Zusammenstellung nie zu schaffen ist, ne? Ja, genau. Also dann muss man sich das vielleicht mal überlegen, ob man es weniger schlimm macht. Wobei, wenn man es einmal das Szenario nicht geschafft hat, muss man halt auch mit den negativen Konsequenzen leben fürs nächste. Ne? Ja, das ist ganz cool. Ne? Da haben wir ja auch noch nicht drüber geredet. Ne? Sachen, ja, das haben wir auch noch nicht gemacht. Dass, ne? dass quasi die Entscheidung oder die Erfolge, die man in einem Teilszenario erfolgt, ins nächste mit rübergehen. Das heißt, wenn ich dann nicht schaffe, den und den zu retten, ist er halt tot. Naja. Und da kann ich im nächsten nicht supporten. Ja, ja. Ich finde auch übrigens, das, was mich immer sehr hart getriggert hat und wo ich immer schon Angst hatte vor dem nächsten Szenario, Angst in Anführungsstrichen, wenn man dann, es gibt so ein Szenario-Logbuch, muss man dazu sagen, und dann steht dann so, trag bitte in das Szenario-Logbuch ein, Gangster XY
hat überlebt. Mhm. Und du weißt schon so, oh je, das wird dir auf die Füße fallen. Und du weißt so nicht wann. Mhm. Irgendwann steht dann da, steht im Szenario-Logbuch, er hat überlebt. Mhm. Oh je, ja, tut es. Mhm. Dann macht jetzt mal, Folgendes. Du hast einen Gegner mehr, du hast einen Spaß. Ja, genau. Und dann auch noch so ein kleiner meistens. Mhm. Ah, herrlich, stimmt. Ja, diese Momente, oh, man will es nicht aufschreiben, man muss es aber. Ja, großartig. Ja, das finde ich auch. Das ist, ich finde, das macht doch ein gutes kooperatives Spiel aus. Ne? Also diese, das, vor allem gerade Spiele, die viel mit Story arbeiten. Auf jeden Fall. So, ne? Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, da muss man ja wirklich mal hier die Käppi heben für diese Autoren von diesem Spiel. Denen scheinen die Ideen noch nicht so richtig auszugehen. Das Krasse ist ja wirklich, dass jedes von diesen Kampagnen, jede Kampagne ist vollkommen unterschiedlich. Ja. Ganz unterschiedliche Settings, ne? Vom Regenwald bis auf die Rückseite des Mondes. Das ist wirklich ganz krass. Ja, fand ich auch immer super faszinierend. Also ich glaube, du hast, wie viele Kampagnen hast du jetzt durchgespielt? Sie sind in der sechsten. Ihr seid in der sechsten von euch. Ja, guck mal, das ist auch schon echt weit. Ich glaube, so weit haben wir es gar nicht geschafft bisher. Ich habe zwar auch einiges davon, aber so weit sind wir noch gar nicht. Ja. Aber, ja. Das Problem ist, es gibt halt viele andere gute Kampagnenspiele, die auch noch immer gespielt werden. Ach, was soll ich denn sagen? Ja, darüber könnten wir jetzt eine ganz eigene Folge machen. Machen wir ein Setting über Kampagnenspiele. Ein Setting über Kampagnenspiele und vor allen Dingen Kampagnenspiele, die noch nicht gespielt sind und so weiter. Ich meine, klar, ich bin ja auch für, wir spielen ja gerade auch ein Kampagnenspiel, ja. Ne, wir spielen gerade Lobotomy 2. Mhm. Wir spielen die zweite Mission und schaffen sie nicht. Wir kriegen so derartig den Arsch versucht. Mhm. Aber trotzdem, das motiviert mich eher. Okay. Ne? Das frustriert mich. Ja klar, es ist frustrierend an dem Abend, wenn du denkst, boah, aber ich denke mir, dann geht die Analyse los. Ja, das ist übrigens eine kleine Krux, die ich dem Spiel vorwerfen muss. Eins der schwersten Szenarien ist das allererste Einstiegsszenario. Also wenn man gar keine Ahnung von dem Spiel hat, nicht weiß, was man machen muss und wie man irgendwie bauen muss, wird man das erste verlieren. Diese Erfahrung kann ich teilen. Also ich kenne keinen, mit dem ich gesprochen habe, die das erste geschafft haben im ersten Anlauf. Nein, ne? Auch nicht. Das Schlimme ist ja, da geht man halt mit richtig, richtig schlechten Voraussetzungen in das nächste Set. Das ist doch diese Nummer mit dem, wo man in seinem eigenen Haus startet, ne? Mit Rita Chandler findet und so. Ja. Diese Sachen. Ja, ich weiß auch. Ja. Also wir haben die jetzt im Nachgang nochmal gespielt. Wenn man weiß, was man machen muss, dann kann man das schon gut schaffen. Aber so als Einsteiger ist das schon nicht so clever gewesen. Was uns auch cool ist, dass du dann ja auch so moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen musst. Nein. So, also ich meine, das ist schon kein Spiel für Kinder. Ne? Da muss man einfach mal ganz klar sagen, ne? Opfern wir die und gehen unser Wege oder lassen wir es besser und so. Solche Entscheidungen kommen ja auf. Mhm. Ne? Aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, aber irgendwie also im Endeffekt, aber irgendwie will man das ja haben in so einem Setting. Ne? Also genau diese Art von Entscheidung. Ne? Ist halt sehr dunkel auf jeden Fall. Ja, super großartig. Ja, also ich hätte ich jetzt nochmal, könnte ich mein Lieblingsspiel aufnehmen, wäre das vielleicht auch eins meiner Picks. Und jetzt habe ich natürlich wie immer, wenn hier jemand sitzt, auch Bock, das zu zocken. So, ne? So, also das triggert mich ja immer. Oder ganz oft. Aber bei dem Spiel ist es auch nicht schwierig, mich zu triggern, weil ich finde ich selber saugeil. Ne? Und ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon gespielt habt, wie eure Erfahrungen da sind. Seht ihr das als auch hier als Geldgrab oder sagt ihr, das ist es wert, wie wir das ja gerade schon gehört haben, wie ich sage übrigens auch, das ist es wert. Hobbys sind halt, kosten halt ein bisschen was und gerade so ein Spiel macht halt auch Laune. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Meinung habt und wie ihr das seht. Finde ich auch mal interessant. Vielleicht müssen wir dazu mal wirklich mal was machen. Gut, das dazu. Ja, was soll ich sagen? Mit wie vielen Leuten, du hast ja gesagt, hast du noch gar nicht gesagt, ne? Mit wie vielen Leuten spielt ihr das? Also ich bin fast nur zu zweit. Ja. Warum sagst du zu viert? Das geht ja bis vier. Ja, ne? Also wir spielen es, haben es auch schon mit vieren gespielt. Ich finde, man hat nicht den großen Mehrwert im Endeffekt. Man redet zwar ein bisschen mehr, aber die Story verändert sich nicht großartig und man hat halt eine viel, viel größere Downtime. Meines Erachtens. Und da ich halt mit meiner Partnerin zusammenspiele, ist es halt einfach abends mal schnell auf den Tisch gebracht und man kann es vor sich hin zocken. Ja, das war. Man muss halt nicht schauen. Aufbau ist beim Kartenspiel ja eher übersichtlich, ne? Demzufolge spielen wir es eigentlich nur zu zweit. Okay. Ja, also ich habe das bisher immer nur, haben wir ja eben schon mal im Gespräch darüber gesprochen, also ich habe es mit zu viert gespielt. Aber ich sehe den Punkt so. Ne? Ich hab immer gedacht, wenn du so vier verschiedene Charaktere hast, wir haben ja dann auch mal vier verschiedene Arten der Charaktere genommen, damit man so viel sieht. Ja. Ne? Aber ich kann das auch nachvollziehen.
man musste zweitens die Charaktere schon ein bisschen anders bauen. Ne, das kann man ja steuern durch die Zusammenstellung vom Deck. Dass halt jeder auch ein bisschen kämpfen muss, zum Beispiel. Ja, es hilft nicht, dass wir zwei Mittler dabei sind. Ne? Sonst kriegst du überhaupt kein Monster mehr. Du musst halt einen Mittler machen, der auch ein bisschen was anderes kann. Ne? Ich sehe den Punkt, ja. Mhm. Damit Deckbau auch schon interessant. Ne? Ja. Also ich sag mal so, es ist natürlich nichts für Leute, die keinen Bock auf Deckbau haben. Ne? Obwohl es gab ja auch vorkonstruierte Helden. Ja. Zum Beispiel. Die konnte man ja wirklich tatsächlich, das kam ja relativ spät irgendwie erst. Ne? Da gab es dann mal so ein Set von vorkonstruierten Helden. Was hältst du davon? Die sind zum Teil sehr gut. Also ein paar von denen spiele ich sehr gerne. Die sind aber dann meistens bezogen wirklich auf genau eine Art. Also der Grüne, also der Schurke zum Beispiel, der kann halt nicht viel anderes. Also gibt da andere Charakterklassen, die irgendwie zwei verschiedene Typen zusammenpacken können. Ja. Man ist dann schon sehr festgelegt, auf eine Art und Weise zu spielen. Okay, aber wenn du sagst, wenn du jetzt einem sagen würdest, ich habe nicht so Bock auf Deckbau, dann wäre das vielleicht eine Art des Einstiegs, oder? Zu sagen, hier und dann. Ja. Und da findet auch jeder was. Ne? Also ich persönlich spiele gerne die schurkischen Charaktere und dann nimmst du halt so. Der Shadowrun-Spieler spielt also gerne Schurken. Naja, verrückt. Verrückt. Ja, ich erkenne eine Tendenz. Okay, verstehe. Ja, das habe ich halt auch immer überlegt. Ne? Aber obwohl den freien Deckbau fand ich immer. Ja, also, macht Spaß. Da merkt man, ja, das macht mir auch Spaß. Also, ich meine, da kommt man natürlich ein bisschen auch, da muss ich ja auch wieder gestehen, komme ein bisschen aus der Trading Card-Szene. Da ist das ja eh gang und gäbe. Ne? So. Aber hier ist ja kein Metagaming. Ne? Hier guckst du ja eher so, was musst du tun, worum geht es hier. Ne? Das ist halt, da muss man schon drauf achten. Ja. Ja, geil. Also ja, mich hast du natürlich, also mich braucht es eigentlich ja gar nicht mehr abholen. Also das ist ja schon geschehen im Vorfeld. Ja, ja, das ist ja super. Also eigentlich ist es mal eine Gelegenheit, das mal zusammenzocken, finde ich. Sollten wir uns mal suchen. Aber jetzt gerade haben wir ja schon überlegt, was für andere gute Spiele es schon wieder gibt, die man mal zusammenzocken müsste. Ja. Gibt ja auch noch ganz viele im Arkham-Universum. Ne? Ja, vielleicht kommt auch noch das eine oder andere Video eventuell. Ach, wer weiß. Vielleicht nehmen wir noch mehr Lieblingsspiele heute auf. Hier an dieser Stelle machen wir vielleicht einen Drehtag und vielleicht bist du gar nicht alleine hier. Hey, Jemine. Wer weiß das schon? Ah, ihr werdet es bald wissen. Aber dann sage ich einfach mal, ich glaube, oder gibt es noch was du dazu sagen möchtest? Ist noch irgendwas unausgesprochen, wo man sagt, das muss unbedingt noch erwähnt werden bei diesem Spiel? Ja, gibt es bestimmt ganz viele Sachen, aber ja, gibt's am besten wirklich selbst rausfinden. Finde ich gut. Also große Empfehlung. Weil Story-Spoilern wollen wir ja nicht. Ne? Und wenn, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, ich kann es nur empfehlen, vor allen Dingen, das Grundspiel wurde überarbeitet. Tatsächlich, man kriegt das jetzt für vier Spieler. Also wenn ihr wirklich trotzdem Bock habt, es mit vier zu spielen, ist alles drin. Ne? Ihr braucht keine zwei Grundspiele wie ich früher und sowas. Das braucht ihr alles nicht mehr. Und ihr braucht auch nicht mehr diese Chapter-Packs kaufen. Die Kampagnen kommen als Komplettpakete. Also immer zwei Komplettpakete. Ne? Also einmal die Kampagne und einmal der Ermittlerkram. Genau. Ne? Was ja auch eine gute Idee ist, weil wenn alle Bock haben, selber zu Hause zu bauen, kann es ja jeder, wenn er will, dass die Ermittlersachen kaufen. Die Kampagne braucht nur einer. Stimmt. Theoretisch, ne? Ja. Ich meine, eigentlich brauchen auch nicht alle die Ermittlersachen. Das ist auch zu teuer. Das macht dann wirklich keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ginge aber theoretisch. Ja, ja. Ne? Also, okay. Ja. Das stimmt, das wäre das. Also ich finde auch, sollte einer haben, dann ist gut. Richtig. Ja, finde ich auch. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, wenn das dein Schlusswort war, mehr oder weniger, oder mein Schlusswort, unser Schlusswort, dann finde ich vielen Dank, dass du da warst, dass du es hier gezeigt hast, uns das teilhaben lassen an diesem emotionalen Spiel. Mhm. An dieser Stelle, wenn ihr also mal Bock habt, euer Lieblingsspiel hier bei uns vorzustellen, meldet euch gerne. Ich freue mich über jeden, der dazu Lust hat. Dann können wir immer noch gucken, kommt ihr vorbei oder machen das remote oder wie auch immer. Das geht. Nicht jeder wohnt ja so in der Nähe. Ne? Aber wie gesagt, meldet euch gerne. Habe ich immer Bock zu. Machen wir einen Termin. Kriegen wir hin. Ansonsten, ja, vielen Dank. Und dann musst du mal berichten, wie die Kampagnen hier so alle ausgegangen sind demnächst. Mach mal. Alles klar. Okay. Dann macht's gut. Und ihr Lieben, macht's auch gut. Dann bleibt uns gewogen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen. Kennt den Spaß, habe ich natürlich jetzt mal wieder am Schluss gesagt, wenn man das nicht machen sollte, Arsch auf mein Haupt. Und in dem Sinne, spielt was Schönes, probiert Arkham Horror aus, das Living Card Game und habt eine gute Zeit. Bis demnächst, macht's gut. Tschüss.